Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Hovenjürgen. Jetzt lege ich doch mal mein Redemanuskript zur Seite. Also, das Erste. Mit wem streiten wir da überhaupt? Also, ich war in Berlin im Herbst mit 250.000 Menschen auf der Straße. Und da habe ich keine AfD und sonstige Leute gesehen. Sondern was ich gesehen habe, waren engagierte Bürgerinnen und Bürger. Ich habe gesehen Greenpeace, ich habe viele Umweltverbände gesehen, ich habe Gewerkschaften gesehen, ich habe den Verband kommunaler Unternehmer gesehen, ich habe Leute von der Mittelstandsvereinigung gesehen und ich rede verdammt viel über TTIP. Ich bin auf sehr, sehr vielen Diskussionsforen und auch viele aus der Wirtschaft, gerade aus dem Mittelstand, gerade von kleinen und mittleren Unternehmen, sind sehr kritisch zu TTIP eingestellt, weil sie genau wissen, dass am Ende des Tages TTIP, sollte es so kommen, wie es jetzt geplant ist, nur den ganz Großen nützen wird. Und die ganz Großen, da meine ich die Googles und Amazons dieser Welt. Das ist das Erste. Zum Zweiten, was ist wirklich neu? Da habe ich auch eine andere Einschätzung wie Sie. Das Beispiel, was, glaube ich, das am deutlichen machen kann, ist das mit dem Vorsorgeprinzip, was wir haben. Wir haben hier in der Europäischen Union und in Deutschland das Vorsorgeprinzip. Das heißt, bisher müssen Produkte nachweislich unschädlich sein, um eine Zulassung zu erhalten. Das, was die Amerikaner wollen und das, was sie gerade versuchen durchzudrücken, das, was wir schwarz auf weiß jetzt lesen konnten bei den TTIP-Leaks, ist halt, das bei ihnen geltende Risikoprinzip einzuführen. Das heißt, also das Vorsorgeprinzip durch das Risikoprinzip zu ersetzen. Und das heißt, das Risikoprinzip, dass dadurch Produkte auf dem Markt zugelassen werden, die werden zugelassen, bis nachweislich ein Schadensfall da ist. Und da laufen wir natürlich Gefahr, wenn wir so arbeiten, erstmal alles geht und dann muss man hingehen und einen Schadensfall nachweisen und erst dann wird ein schädliches Produkt vom Markt genommen und nicht dabei bleiben, wie es jetzt ist. Man prüft vorher, ob ein Produkt schädlich ist, bevor es auf den Markt kommt und bevor Verbraucherinnen und Verbraucher Schädigungen erfahren. Doch anstatt uns davor zu schützen, wird dieses Vorsorgeprinzip doch gerade billige Verhandlungsmasse. Denn das ist wirklich das Neue, Herr Kollege Hovenjürgen. Wenn ich schon zu Ihnen rede, wäre es schön, wenn Sie mir zuhören würden. Das gebührt sich unter Kollegen so, oder? Vielen Dank. So, ich frage mich, weil ich habe sie mir angeguckt, ich frage mich, wo sind denn die guten Vorschläge der Europäischen Union zur Sicherung des Vorsorgeprinzips? Es gibt nicht eine einzige Zeile in den geleakten Dokumenten, wo die Europäische Union dokumentiert, dass sie gegen die Amerikaner, gegen das Risikoprinzip sich einsetzt. Nicht eine einzige. Und das ist für mich das wirklich Neue an den TTIP-Leaks, wie schlecht offensichtlich die Europäische Kommission gerade mit den Amerikanern verhandelt. Wie schlecht die gerade verhandeln. Die grüne Position zu TTIP ist, glaube ich, eindeutig und klar. Das müssen wir nicht groß diskutieren. Das kann man alles nachlesen. Wir haben mehrere Parteitagsbeschlüsse auf der Bundesebene. Wir haben mehrere Beschlüsse auf der Landesebene. Zuletzt noch Ende April auf unserem Landesparteitag in Neuss. Der Landesvorstand hat eine eindeutige Positionierung gemacht. Und auch wir haben bereits im Februar 2014 auf die Gefahren von TTIP aufmerksam gemacht. Wir haben einen eigenen Fraktionsbeschluss gefasst, der bis heute genauso gültig ist. Der heißt TTIP, no we can't, kein transatlantisches Freihandelsabkommen um jeden Preis. Insofern muss ich das, glaube ich, nicht weiter ausführen, weil auch die Piratenfraktion nickt, dass wir da entschieden der Meinung sind, dass das, was uns da droht, so nicht geht, ist, glaube ich, klar. Wir werden aber trotzdem den Antrag ablehnen, weil Ihr Antrag fordert die Landesregierung auf, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, für den Abbruch der Verhandlungen. Ich glaube, die Landesregierung hat deutlich gemacht, wir haben das im Europaausschuss gehabt mit den europapolitischen Prioritäten, wie sie das sieht, nämlich, dass sie gewisse rote Linien hat, wo TTIP nicht zustimmungsfähig ist, die volle Zustimmung von unserer Seite bekommen. Und dass sie halt warten, wenn es ein fertiges Produkt wird, wird sie dann gemeinsam, sind ja zwei Farben, die da am Tisch sitzen, wird sie dann gemeinsam bewerten, ob diese rote Linien unterschritten worden sind oder nicht. Das finde ich ein vernünftiges Vorgehen. Wir als Partei, wir als Fraktion sind da klar und wir versuchen, glaube ich, alle gemeinsam auf der Straße nochmal Druck zu entwickeln, dass es so kommt, wie wir uns das, glaube ich, inhaltlich wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Engst.